So Leute, jetzt geht's weiter mit Let's Play Cube World. Alpha natürlich. Barrage hatten wir. Es ist, ich muss sagen, es ist schon ein bisschen länger her, dass ich Cube World gespielt habe, auch wenn es gerade die erste Aufnahme war. Aber dann kam viel anderes noch zwischenzeitlich, sodass ich nicht mehr dazugekommen bin. Ich muss ja meine aktuellen Let's Plays haben ja Vorrang, bevor ich ein noch nicht angefangenes, also besser gesagt noch nicht rausgebrachtes Let's Play hier weitermache. Ja, aber jetzt komme ich endlich wieder dazu und ich möchte mich auch für die schlechte Audioqualität hier etwas möchte ich mich entschuldigen, die ich hier hatte in der ersten Aufnahme. Mittlerweile habt ihr gemerkt, die Qualität ist wieder gut und sogar besser. Sie ist komplett ohne Rauschen. Wir sehen hier, der Tag fängt an. Wir haben hier einen Zombie, glaube ich, war es gekillt und ich habe keine Ahnung, was machen wir denn jetzt? Habe ich keine Ahnung. Was können wir denn machen? Schauen wir mal auf die Karte. Ruins of Azeroth. Da hinten ist Lugumor City. So, gab es hier vielleicht irgendwo. Gab es hier doch nochmal so eine Herausforderung, wie wir bereits hatten, oder? War die bei Kurla Valley? Ich habe keine Ahnung. Scrollen wir mal ein bisschen heraus. Vielleicht finden wir es dann. Dauert leider wie. Mein PC ist leider immer noch genauso schlecht wie vorher. So, ich habe hier echt gar nichts. Hier wird doch wohl irgendwo was sein. Da mal Re die Ruinen. Kula Valley. Aber da gab es ja auch nichts in Kula Valley. Oh, ich glaube, jetzt sind wir am Rand der Karte und ich sehe hier nirgends dieses Zeichen für Schwert. Für eine Herausforderung. Vielleicht sind wir aber auch einfach zu weit weg. Gehen wir mal nach Lugumor City. Wo ist Lugumor City? Nach Westen. Also einfach geradeaus. So, schauen wir mal. Vielleicht finden wir auch zwischendurch irgendwas Interessantes. Ah, okay, wir haben zumindest den Weg gefunden. Lands of Lugumor. War da was? Nee. Ich sehe hier fast gar nichts, weil es so dunkel ist. Aber das ist wirklich mal ein Spiel, wo du. Aua! Stirb, 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 komm, stirb, stirb. Ich brauche wieder 100 Mana-Punkte. Und zack. Komm. Stirb, stirb, stirb. Nichts. Der heilt sich. Das können wir auch. Alter. Auf mit dem Scheiß. Nein. Geschafft. Was? Nur ein Erfahrungspunkt? Copper Coin, wie nimmt man nochmal? E, glaube ich, ja. Pet Food, Zucker Candy. Oh, was für Ranger? Sind wir leider nicht. So, dann. Was hier? Nein, Inventar war's. I. Ich würde gerne was essen. 100. Uns fehlen ein bisschen mehr als 100. Da mal Bomben. Ja, essen wir die da. Dauert jetzt ein bisschen, aber es ist besser, wie einen Heiltrank zu verschwenden. Müsste eh gleich aus sein. Jo. So, jetzt fehlen uns noch 62. Ach, das können wir lassen. Ups. Bin ich da gerade gehockt? Nee, keine Ahnung. Westen müssen wir. Weiter geht's. Also, jetzt sind wir wieder im Kirschblütenwald hier. So, komm schon. Es wird auch langsam erkenne ich auch wieder einiges. Also es wird wieder heller. Und ich glaube, wenn wir diese Straße hier folgen, kommen wir auch zu Lugumor City oder wie die gerade hieß. Ich hab's schon wieder vergessen. Hallo? Weiter. Auf jeden Fall sind wir gerade hier auf so einer Art Berg. Da sehe ich eine Herzblume und irgendwo hier hat gerade irgendwer gekämpft.
Aber ich sehe niemanden. Niemanden sehe ich. Dann gehen wir einfach mal weiter. Ist immer noch sehr dunkel, finde ich. Langsam dürfte es. Wie viel Uhr mal? Ach, 2.17 Uhr in der Früh ist es hier im Spiel. Na, dann aber. Das ist eigentlich noch schon recht hell für diese Uhrzeit. Da links sehe ich eine Herzblume. Also langsam erkenne ich auch wieder einiges. So, was ist das da? Zulia, ein Elf. I haven't seen you before. Are you an adventurer? Ich habe dich noch nie vorher gesehen. Bist du ein Abenteurer? Ja, sind wir. So, dann gehen wir mal hier weiter. Wir müssen ja immer noch nach Westen. Hä, ist das ein See da links? Da gehen wir doch mal hin, oder? Ja, gehen wir mal zum See. Also los! Ey, verdammt, da kommen Monster! Nein! Ein Häschen? Das ist ein Häschen! Und? Eins! So, das war das erste Häschen. Zack! Da kommen jetzt zwei Häschen zusätzlich nochmal. Ja, gestunt haben wir sie. Und zack. Ich habe irgendwas gelootet. Receive used woodwind. Schauen wir uns das doch mal an. Ja, wie viel? Vielleicht erstmal doch vorher die Pineapple Slice, die Ananasscheiben. Scheibe. Bevor wir irgendwas anderes machen, denn wer weiß, vielleicht greift uns irgendein fieses Monster hinterhältig an. So, wo ist es denn? Hier. Oh, für Magier nur. Woodwind, naja. Westen, Westen, Westen ist da. Halt, Moment mal, ich wollte ja zum See. Was ist das da? Keine Ahnung. Aber das hier ist auf jeden Fall ein Busch, den wir töten können. Planfire, Woodlock. Sonst noch etwas? Nö, dort hinten sehe ich irgendwas. Ah, Copland. Ich weiß nicht mehr was. Also Plant heißt ja vielleicht eine Baumwollpflanze, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was Cotton heißt. Da hinten ist wieder was. Und da ist ein Herz. Nein, ein Pilz. Hier auch. Jetzt hier. Wieder eine Cotton Plant. So. Komischer See. Auf der Karte sah es aus wie ein See. Und da sind schwarze Blöcke drin. Ich versuche mal hier eine Bombe. Halt. Hier. Weg da, weg da, weg da. Ah, okay. Jetzt. Nö, leider nichts passiert. Schade. Also, wir können nichts looten. Es ist ja manchmal, kommt da was frei, was man looten kann. Ich glaube eher, die Bomben sind für den Bergbau gedacht. Wenn man Eisen und sowas sucht, da könnte man sich Höhlen schaffen. Wäre eigentlich richtig geil. Ist das? Ja, eine Herzblume. Ja, ich glaube, das wird noch mehr Herzblumen. Ah, und das ist auch eine Statue. Sondern zu dem Viech dann noch eine Herzblume. Und ein Pilz. So, aber zu dem, da will ich ja eigentlich hin. Was ist denn der? Lislundra, ein Elf. You can use better bombs when you become stronger. Du kannst bessere Bomben benutzen, wenn du stärker wirst. Ja, das wissen wir doch schon. Also, besser gesagt, sollte es eigentlich logisch sein. So, wir haben hier Scrub. Schaut aus wie ein Spinnennetz. Cobweb. Jo, dann gehen wir mal weiter. Hey, da haben wir was. So, eine Cotton Plant wieder. Oh, und ich glaube, ich sehe auf der Minimap die Stadt schon. Die müsste hier hinter dem Fluss sein. Auf jeden Fall können wir hier wieder Ananas. War da gerade ne? Nö. Ananas. Ne, Kürbisse an das ja. Nicht Ananas. Sammeln wir doch mal ein paar Kürbisse. Wahrscheinlich auch gleich 50, so wie bei den Ananassen damals.
sind aber auch sehr viele. Verdammt viele. Lololo. Schön abernten, andere Arbeit machen und selber dann ernten. So, was sind das eigentlich für ein Felsen da mittendrin? Zack, 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 zack. Ah, okay, jetzt geht's nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Felsen ist. Aber müsste hier nicht eigentlich die Stadt dann gleich sein? Nein, die Stadt wird... ja, Luguma City, hier leckt's auch wieder ein bisschen garantiert gleich. So, wahrscheinlich haben wir gleich im Pet District. Glaube ich jetzt zumindest von den Tieren hier. Nein, Crafting District, das ist geil. Könnten wir mal wieder ein bisschen schauen. Da ist leider nichts drin, schade. Crafting District und ich finde hier nichts. Hier gibt es doch irgendwo... ah, hey, da ist eine Herzblume. Ist das ein Schaf? Ja, ein Schaf. Noch eine Herzblume. Lenny, ein Mensch. My climbing skill is 285. I'm probably the best climber in... ja, keine Ahnung. Trade District bin ich hier. Gerade. Aber ich sehe nichts zum Handeln. Gehen wir mal weiter rein. Ah, hier ist ein Shop. Ah, das ist doch der zum Identifizieren, oder? I'm saving money to buy a hang glider. Ja, Claria spart Geld, um sich einen Drachenflieger leisten zu können. So, wir können auf jeden Fall... ah, Identification, ja. Ich glaube, wir können hier aber auch gar nicht verkaufen. Nö, ich glaube, das funktioniert hier nicht. Wir brauchen was anderes. Wie wäre es mit... hier, Waffengeschäft. Können wir auch gleich mal schauen, ob der was Neues hat. Ich weiß ja gar nicht... war offen. So, Asman. I love camping. Der Asman liebt Camping. In Cube World? Ja, er liebt Camping in Cube World. Gut, jetzt schauen wir erstmal. Kann man irgendwas verkaufen? Hier, Ranger. Das da verkaufen wir. Ranger. Mage. Power 10 und Power 14. Wir haben Power 5 plus bisher. Was hätten wir denn sonst noch? Das lassen wir mal. Oh, das passt. Pet Food heben wir uns auch mal auf. Zucker Candy haben wir. Okay, Waffenhändler ist es. Also ich will immer screen. Das wäre echt geil, wenn man das auf hat und mit der Maus, mittlerer Maus hast du also dieses Rad da scrollt, dass man das dann hier, das hier so runter und drauf gehen würde. Mage, Roach, Roach, Mage. Ah, hier. Pet hat Iron Greatsword. Das wäre auch geil, wenn dabei stehen würde, ist es Einhand, ist es Zweihand. Was sind das? Damage 8. Weniger Leben. Ich glaube, das hat man schon mal gekauft und ist ein Zweihandschwert. So. Und danach geht's mit Power 10 weiter. Brauchen wir also nicht schauen. Ich kauf's mir trotzdem mal, weil notfalls können wir sie ja einfach mal verkaufen. Ja. So, das ist das Greatsword. Das können wir wieder verkaufen. Hat uns ja nichts gekostet. Weil Einkaufspreis und Verkaufspreis gleich sind. So, dann haben wir hier also nichts. Da hinten gibt es den Schildhändler, glaube ich. Mittlerweile ist es schon fast... nein, Itemhändler. Schon fast 4 Uhr in der Früh. So, ich habe 1 Silber, 59 Cent. Und was können wir da... Glass Flask. Das ist wichtig. Davon kaufe ich gleich mal 50 Stück.
Okay. Es dauert jetzt leider ein bisschen. Komm schon, 50 Stück. So schwer kann es doch nicht sein. Okay, jetzt geht's nicht. Ich habe jetzt aber nicht so viele. Hallo? Alter! Gibt's doch nicht. Gut, Hängleiter, 10 Silber haben wir leider nicht. Das Holzboot leider auch nicht. Waffeln können wir hier kaufen. Petfood haben wir leider nicht. Already known. Ranger. Mage. Already known. Hier haben wir Bomben. Da können wir uns auch mal welche kaufen. Kaufen wir uns die Bomben voll. Wenn wir uns den nächsten besseren. Oder schauen wir erstmal, ob wir uns den nächsten besseren leisten können. Also schon kaufen können. Nee, brauchen wir Power 10. Was wäre das hier? Roach. Roach. Power 14, glaube ich, war das. Dann kaufen wir uns einfach mal die Bomben voll. Ich muss das langsam machen, weil sonst spinnt er wieder rum. Ach, jetzt geht's eh nicht mehr. 33 Bomben. So, jetzt haben wir zwar Pleite, aber wir haben jede Menge Bomben. Da können wir ein paar Sachen in die Luft jagen. So, mal schauen. Da hinten ist es in Adventurer District. Und wo ist dann... Wo ist denn dann das... Dinggeschäft? Rüstungs... Ah, da hinten ist es. Hier gibt's aber so viele Gasthäuser. Kaum zu glauben. Hier. Nur mal schauen, was es sonst so hätte. Ranger, Ranger. Power 14 gleich mal. Okay, fängt ja schon mal... Ach. Wer sich das natürlich speichert. Wir müssen jetzt mal hoch. Ranger. Battered Iron Boots. Ich glaube, die haben wir schon. Ja, genau die haben wir. Ranger. Ranger. Mage. Ranger. Ranger. Und Power 14. Also vor dem nächsten Level Up brauchen wir da gar nicht mehr hingehen. Zu den Geschäften. Außer zum Item-Geschäft. Dann Adventure District, habe ich keine Ahnung, wofür die überhaupt da ist. Aber zum Crafting District würde ich gerne mal gehen. Ich muss ihn nur finden. Wäre auch cool, wenn das irgendwie beschrieben wäre. So, Adventure District immer noch. Pet District. Deswegen, ich glaube, jetzt bin ich... Ja, Crafting District gefunden. Ich glaube, ich habe hier einen Schneider gefunden. Use Spinning Wheel. Was kann ich damit machen? Gar nichts. Wood Cube. Waterfless könnte ich viele machen. Was haben wir hier? Use Loom. Vibram soll das, glaube ich, sein. Hier. Ah, hier können wir wieder Holz machen. Wood Cube. So, dann bräuchte man auch. Was könnte man sonst noch machen? Life Potion könnte man. Machen wir mal ein paar Life Potions. Zack, zack. Und die Waterflasks, also die Wasserflaschen, könnte man dann auch mal wieder machen. Was haben wir hier? Pumpkin Muffin. Cool. Was?